Wir sind jetzt hier mit Jan Heckmann, dem Projektleiter der IAA. Heckmann, schön, dass Sie hier sind. Wen will die neue IAA denn jetzt als Aussteller ansprechen? Ja, das ist das Tolle. Viel, viel mehr als bisher. Also neben unseren Herstellern von PKWs, anderen Fahrzeugen, natürlich auch Hersteller von anderen Mobilitätslösungen, sei es E-Bikes, Pedelecs, vielleicht auch Flugdrohnen. Wir sprechen ganz klar auch die Technologiebranche an. Das ist ja auch etwas, was sich in der Zuliefererkette ganz stark ergänzt hat. Also die Techies, die auch hier in München teilweise verortet sind, ist natürlich ein super Asset, den München auch einbringen kann. Wir sprechen aber auch die Startups an, also wirklich junge Unternehmen, denen wir Angebote machen wollen. Aus der ganzen Mobilitätskette, richtig breiter Mix. International, seien sie aus Europa, seien sie aus den USA, aus dem Silicon Valley, wenn man an die Techies denken, braucht man die natürlich aus China, aus Asien, aber natürlich auch gerne aus Israel. Sind uns alle sehr, sehr herzlich willkommen. Wir wollen einen internationalen, breiten Mix. Was dürfen die Besucher denn da konkret also erwarten? Eine ganze Menge. Also kommt sehr darauf an, bin ich ein Professional, dann haben wir hier auf dem Messegelände natürlich richtig fachliche Tiefe, da haben wir die neuen spannenden Produkte, da haben wir die Pressekonferenzen, da haben wir auch die IAA Conference, wo wir tolle spannende Speaker haben, und in der Innenstadt, da wird es natürlich für das breite Publikum richtig, richtig spannend. Also ganz viel Erlebnis, ganz viel Fahrzeuge erproben. Man muss ja daran denken, E-Fahrzeuge, wie viele Leute das immer noch nicht erfahren konnten, das bieten wir ganz, ganz doll an. Also sehr, sehr viel mehr Experience, würden die Marketeers sagen. Das werden wir ganz, ganz viel anbieten, auch mit der Blue Lane, die ja Summit und Open Space miteinander verbindet, da wirklich echte Live-Erlebnisse und natürlich auch Diskussionen in der Innenstadt. Die IAAs der letzten Jahre waren ja deutlich länger als die jetzt im kommenden Jahr. Ist die kurze Laufzeit ein Vorteil oder ein Nachteil? Das ist schon ein Vorteil, wenn wir uns auch die Entwicklung am Markt anschauen. Wir können Informationen digital 24 Stunden lang abrufen. Unsere Businesskunden, aber auch das breite Publikum. Das heißt, da reduzieren wir uns schon auch ein bisschen. Ist natürlich auch ein bisschen der Punkt, wo kann man Kosten sparen, wo das auch Sinn macht. Es wird sich sicherlich auch da fokussieren. Wir fokussieren ja beim neuen Konzept ganz viel. Summit, Business, Open Space, ganz klar das breite Publikum. Diese Fokussierung drückt sich dann auch in der kürzeren Laufzeit aus. Ich denke, das ist nur folgerichtig. Und worauf freuen Sie sich am meisten? Ja, das ist wirklich eine spannende Frage. Was will man da als erstes nennen? Ich freue mich, glaube ich, wirklich auf die tollen Showcases, die wir vielleicht realisieren können in der Innenstadt. Und da freue ich mich sehr darauf, dass viele Unternehmen da schon großes Interesse für angemeldet haben. Ich würde mich auch persönlich sehr freuen, wenn wir vielleicht ja echt mal eine Flugdrohne steigen lassen können, eine echte Drohne. Aber ich freue mich auch wirklich ganz, ganz viel draußen in der Innenstadt. Das ist ein ganz, ganz neues Feeling für alle Beteiligten, das aufzubauen, das zu planen. Aber ich glaube, das, was dabei hinten rauskommen kann, das wird uns und den Leuten vor Ort, die daran teilnehmen können, richtig Spaß machen. Vielen Dank.